In diesem Video geht es um mein Biotop-Aquarium, was ich hier eingerichtet habe, und den neuen Besatz und das neue Projekt, was ich in diesem Aquarium starten möchte. Ich habe in dem Aquarium jetzt ja schon relativ viel Wechsel drin gehabt, denn ich habe das aufgesetzt und hier umgestaltet. Da standen vorher zwei 60er Denali Cubes und jetzt nur noch dieses eine etwas größere Becken, damit ich hier besser auch züchten kann und spezielle Schwarzwasserarten im Speziellen züchten kann. Und das waren zuerst einmal die Nanochromis transvestitus, die Transvestitenbuntbarsche, die ich hier gezüchtet habe. Dann waren es die Microgeophagus ramirezi Wildfänge, die ich hier nachgezüchtet habe. Und ich hatte das ja schon häufiger angekündigt, was jetzt da als nächstes dann folgen soll. Und das ist ein Versuch, die roten Neons nachzuzüchten, Paracharodon axelrodi. Das sind Fische für mich, die, obwohl sie so weit verbreitet sind und jeder Aquarianer sie kennt, immer noch so kleine Juwelen sind. Ich finde einfach, dass wirklich viele Aquarien richtig klasse aussehen mit diesen wunderschönen Tieren. Und ich habe schon lange, lange vor, mich da mal an der Zucht zu versuchen. Ich muss allerdings, bevor ich das Video gleich starte, so ein bisschen vorher erzählen, wie jetzt hier meine Gedanken zu sind und wie mein Ansatz sein wird. Denn so Salmlerarten ganz im Allgemeinen kann man natürlich sehr speziell züchten. Das habe ich auch in der Vergangenheit schon gemacht. Und da will ich kurz darauf eingehen, denn ich habe hier eine ganz andere Art und Weise vor, diese Salmler zu vermehren. Ob das klappt, weiß ich überhaupt nicht. Und das ist für mich genauso spannend wie für euch hoffentlich. Ob das Ganze funktionieren wird, es wird ein Langzeitprojekt werden. Da werde ich viel, viel Geduld benötigen, um am Ende eventuell ein Ergebnis rauszubekommen. Aber genau das finde ich eben auch so spannend an der Aquaristik, dass man hier wirklich Dinge ausprobiert. Und bei manchen Situationen braucht man einfach sehr, sehr viel Geduld. Erstmal zu dem eigentlich so normalen Ansatz zur Zucht von Salmlern, wenn man denn wirklich darauf aus ist, die in einem größeren Maßstab zu züchten. Bei fast allen südamerikanischen Salmlern, das ist jetzt sehr allgemein gefasst, aber ich kann da jetzt nicht näher drauf eingehen und auf spezielle Arten, wo das anders ist und so, weil das Video sonst viel zu lange werden würde. Aber so bei den normalen Salmlern, das können Schmucksalmler sein, das können schwarze Neons sein oder der rote Neon oder was auch immer für Salmlerarten, ist das so, dass man die Elterntiere konditioniert in einem Haltungsbecken, wo sie eigentlich sich gut fühlen, wo sie viel Platz haben und so weiter. Das heißt, man lässt sie erstmal groß genug werden, füttert sie sehr gut mit Lebenfutter, damit sie einen Laichansatz bilden. Und dann kann man irgendwann bei den meisten Salmlern die Geschlechter sehr gut unterscheiden. Die Weibchen sind deutlich fülliger und dicker. Die männlichen Tiere sind schlanker und etwas kleiner. Und dann sucht man sich dort ein Pärchen raus oder auch ein Trio, zwei Weibchen, ein Männchen. In verschiedensten Zusammenstellungen ist das dann möglich bei den verschiedenen Salmlernarten. Und dann nimmt man ein relativ kleines Aquarium als Zuchtansatz-Aquarium, wo man dann dieses Trio reinsetzt und stellt dort die Wasserwerte entsprechend ein, nimmt einen Laichrost. Ein Laichrost heißt, es ist so ein Gitter auf dem Boden, denn die Salmler sind Freileicher, und dort lässt man sie dann in feinfiedrigen Pflanzen zum Beispiel ableichen. Die Eier fallen durch dieses Laichrost, sind durch das Laichrost geschützt vor den Elterntieren, die in der Regel auch ihren eigenen Laich fressen. Entfernt dann wieder die Alttiere und hofft, dass aus den Eiern sich dann Jungtiere entwickeln, die man dann separat aufziehen kann. Das wäre so der normale Ansatz, sehr, sehr kurz gefasst natürlich, da muss man ein bisschen was beachten, wie ich an die Salmlerzucht herangehen würde. Jetzt hier bei den roten Neons, die ich hier in meinem Biotop-Aquarium jetzt schon drin habe, fahre ich einen etwas anderen Weg und bin sehr, sehr gespannt, ob das auch funktionieren kann. Und zwar möchte ich gerne sie in diesem Aquarium einfach belassen. Hier sind jetzt dann nur die roten Neons drin. Das Aquarium ist also nur für diese Tiere ausgelegt. Ich habe einen Schwarm von 15 Tieren hier eingesetzt. Also auch den Schwarm nicht ganz so groß gewählt, aber trotzdem so, dass sie in der Gruppe leben. Und jetzt muss ich die erstmal großziehen. Das sind noch ziemlich kleine Tiere, die habe ich jetzt neu gekauft. Und wenn die dann irgendwann groß genug sind und einen Laichansatz haben, hoffe ich, dass sie unter den Bedingungen, die ich hier vorhabe, den Tieren zu geben, und die Bedingungen, die ich hier schaffen möchte, da gehe ich gleich im Video näher drauf ein, dass sie einfach so sich formieren. Dafür muss man einige Dinge bedenken, die ich dann auch gleich erwähnen werde. Und ich habe keine Ahnung, ob das funktionieren wird. Das ist einfach ein Versuch. Mir ist bewusst, dass es da ganz verschiedene Wege gibt und dass es vielleicht auch nicht funktionieren wird. Ich möchte mich aber darauf einlassen, denn die roten Neons in so einem wirklichen Biotop-Aquarium, Schwarzwasser-Biotop, wie ich das hier habe,
Ja, das ist einfach ein ganz, ganz tolles Bild. Also rote Neons gehören eigentlich wirklich in Schwarzwasser, wo sie dann ihre Farbenpracht erst richtig zur Geltung bringen und wo sie auch einfach ein ganz tolles Bild ergeben. Das ist so nebenbei für mich eine ganz tolle Sache, dass ich hier in dem Aquarium jetzt mal endlich rote Neons so halte, dass sie für sich sind und dass sie bezogen auf die Wasserfärbung, diese teebraune Färbung und so, wirklich ihre wahre Pracht zeigen können. Und ich bin einfach immer noch ganz begeistert von den Tieren, das merkt ihr schon immer und das wird auch immer so bleiben. Auch wenn viele sagen, das ist so ein Allerweltsfisch geworden und jeder hat den und so, ich finde die einfach ganz besonders von der Färbung her. Bevor ich jetzt das Video starte und euch zeige, wie ich das Aquarium vorher geleert habe, denn da waren noch die ganzen Jungtiere der Ramirezis drin und so weiter und wie ich dann die Neons eingesetzt habe, möchte ich euch noch einmal daran erinnern, meinen Kanal zu abonnieren. Es sind immer noch viele meiner Zuschauer, die den Kanal noch nicht abonniert haben. Das sehe ich in den Analytics. Und vor allem vergesst den Daumen nach oben nicht. Das ist super für meinen YouTube-Algorithmus. Und da freue ich mich wirklich riesig drüber, wenn die Daumenzahl ein bisschen nach oben geht noch. Und ich würde sagen, jetzt starte ich das Video erst einmal und zeige euch, wie ich jetzt hier das Aquarium eingerichtet habe für die roten Neons, wie ich die eingesetzt habe und so weiter. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Schauen des Videos. Beginnen möchte ich das Video damit, euch das Biotop-Aquarium nochmal zu zeigen, als ich hier die ganzen jungen Schmetterlingsbuntbarsche drin hatte. Also F1 heißt erste Generation nach Wildfang. Das hat ja hier funktioniert. Da habe ich ein Video zu gemacht, auch zu dem Zuchtprojekt. Und ich habe also jetzt hier immer wieder auch Tiere rausgeholt und abgegeben, die dann groß genug waren. Und in einem allerersten Schritt habe ich selbstverständlich dafür gesorgt, dass ich mir hier Tiere raussuche, die ich dann auch auf Dauer erstmal noch halten möchte, noch größer ziehen möchte, um mir dann eventuell Tiere rauszusuchen, die ich dann komplett behalten werde. Die kommen ins Wohnzimmer-Aquarium. Als Zuchtmethode jetzt hier, als Fangmethode jetzt hier nochmal dargestellt, Kescher reingestellt in das Aquarium und eine Futtertablette reingeschmissen. Diese Futtertablette kennen die Jungtiere und gehen da natürlich dran. Und so ist eine Möglichkeit gegeben, die Tiere sehr stressfrei hier aus diesem dicht bepflanzten und eingerichteten Aquarium herauszubekommen. Die gehen zu der Futtertablette und dann kann man eigentlich, wenn man ein bisschen Geduld hatte und ruhig war, diesen Kescher sehr entspannt und nicht zu schnell nach oben ziehen und hat dann, ja, gerade wenn man hier so viele Fische in diesem Aquarium hat, man sieht das jetzt hier in dem Schwarzwasser nicht, aber später kommen da nochmal Aufnahmen, wo das deutlicher wird, nach oben ziehen und dann die Jungen einfach raussammeln und raussuchen. Ich habe das jetzt hier gemacht mit der Hand. Das ist überhaupt nicht schädlich für die Fische. Da sind manche immer der Meinung, dass das so wild aussieht, aber es ist tatsächlich von der Haut her und dem Fischkontakt für die Fische sehr, sehr schonend, die hier mit den Fingern rauszusammeln. Und es ist natürlich auch einfacher. Das ganze Netz zappelt voller Jungfische und ich habe dann hier einfach die größten Tiere mir rausgesucht und sind jetzt hier in diesem Behälter drin, in dem ich sie dann in das Wohnzimmer-Aquarium tragen kann. Ja, und so groß sind die jetzt tatsächlich schon geworden, ne? Das sind jetzt hier meine eigenen Nachzuchten der Schmetterlingsbuntbarsche und das sind die Tiere, die ich jetzt erst einmal behalten werde. Und ja, die können jetzt in dem 300 Liter Wohnzimmer-Aquarium noch richtig schön groß werden und zu ausgewachsenen Tieren werden, sodass ich dann eben auch wirklich die Geschlechter irgendwann gut unterscheiden kann. Und dann werde ich hier wahrscheinlich nochmal welche abgeben müssen. Ich habe jetzt ungefähr 20 Tiere hier rausgesucht, die ich umsetzen werde und erstmal großziehen werde. Und aus diesen 20 Tieren suche ich mir dann nochmal die raus, die mir am besten gefallen und überlege, ob ich dann irgendwann nochmal züchte damit oder ob ich es dabei belasse. Ich denke, weil ich ja immer ganz gerne Abwechslung in meinen Zuchtprojekten habe, dass ich die Zucht nicht weitermachen werde mit den Schmetterlingsbuntbarschen. Aber es ist natürlich toll, dass es ja so gut geklappt hat. Ich mache einen kurzen Wasserangleich. Die Werte sind recht ähnlich mittlerweile, weil ich die in dem Zuchtaquarium auch immer mehr angepasst habe in Richtung Leitungswasser, damit die Tiere, wenn ich sie abgebe, nicht so ein großes Problem haben und spezialisiert sind auf das ganz weiche Wasser, welches ich ja zur Zucht dort eingestellt hatte. Und das sind so jetzt die Schmetterlingsbuntbarsche in dem 300 Liter Wohnzimmer-Aquarium, die direkt nach dem Einsetzen erstmal in so einem Schwarm hier unterwegs sind, was ganz klasse aussieht, finde ich. Natürlich noch ein bisschen geschockt und ja, ein bisschen scheu unterwegs.
Hier sieht man das nochmal deutlich, ne? Typische Reaktion von Fischen, wenn man sie gerade in ein Aquarium setzt, erstmal in eine Ecke verschwinden und so langsam mal umschauen. Das ist übrigens hier noch ein Alttier, riesengroß. Ihr seht hinten im Hintergrund den Maroni-Buntbarsch und eigentlich ist der Schmetterlingsbuntbarsch fast in der gleichen Größe. Ein bisschen kleiner ist er schon, aber da ist kaum ein Unterschied zu sehen. Die sind echt richtig prächtig und groß geworden. Hier sieht man nochmal zwei der Wildfangtiere. Farblich, klar, hat das nichts damit zu tun mit den Hochzuchten, die über viele Generationen auf Farbe gezogen wurden. Aber ich mag diese Wildformen auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Hier schwimmen sie dann schon, ich glaube, am nächsten Tag ist das Ganze dann auch weiter im Schwarm. Das ist auch ganz interessant, dass die als Buntbarsche trotzdem als Jungtiere dann in diesem Schwarm weiter unterwegs sind. Irgendwann löst sich das dann auf. Ne? Da werden die immer individueller und bedrohen sich. Hier sieht man jetzt schon die typische Schmetterlingsbuntbarsch. Zeichnung zumindest, nicht Färbung, aber Zeichnung bei den Jungtieren. Und die gehen gut an Futter. Ich habe die natürlich sehr viel immer mit Lebendfutter gefüttert, aber ich habe auch dafür gesorgt, dass die an industriell hergestelltes Futter gehen, Futtertabletten und Flockenfutter und so weiter. Und das kommt einem natürlich dann in so einem Gesellschaftsaquarium hier zugute, wo ich zwar auch zwischendurch Lebendfutter gebe, aber bei weitem nicht so viel wie in dem Aufzuchtaquarium. Und die Umstellung hat jetzt hier einfach ja wahnsinnig gut funktioniert, weil sie das Futter vorher schon gewöhnt waren. Hier sieht man schon mal so ein bisschen, ne, kontrastreiche Färbung. Das Bunt fehlt den Tieren noch so ein bisschen, aber die sind schon ordentlich groß geworden im Vergleich so Größe Panzerwels. Das ist jetzt hier ein Corydoras aeneus albino und hinten auch der Antennenwels, das Männchen der superroten Antennenwelse, so heißen die im Englischen zumindest. Da sieht man so diesen Größenvergleich und ja, die jungen Schmetterlingsbuntbarsche haben jetzt hier eine Größe, dass sie in dem 300 Liter Wohnzimmer-Aquarium gut zurechtkommen. Jetzt hatte ich aber ja immer noch das ganze Aufzucht-Aquarium voll mit den Schmetterlingsbuntbarschen und ich habe die wirklich nach und nach jetzt abgegeben in größeren Schüben in den Zoohandel der Umgebung. Und das ist ganz schön Arbeit gewesen, die hier aus diesem Aquarium rauszufangen. Ich habe mich wirklich ein bisschen schwer getan, die abzugeben, in dem vollen Bewusstsein, dass das auf Dauer hier nicht gut geht, aber es ist einfach ein tolles Bild. Also wie die hier zum Futter kommen, wenn man da mit der Hand hingeht. Also ich habe wirklich gedacht, das ist das erste Mal, dass es mir wirklich richtig schwer gefallen ist, hier diese ganzen Schmetterlingsbuntbarsche abzugeben, weil davon hat man nicht häufig so einen riesengroßen Schwarm drin schwimmen. Ich habe da wirklich länger mit mir gehadert und dann aber ganz klar, das war von vornherein klar, das sind viel, viel, viel zu viele, auch für dieses Aquarium viel zu viele gewesen und die musste ich einfach wirklich abgeben und das habe ich dann entsprechend auch getan. Ich möchte hier nochmal kurz auf die nächste Fangmethode eingehen. Ich stelle den großen Kescher schräg vorne an die Scheibe und dann gehe ich mit der Hand in das Aquarium und treibe diesen riesengroßen Schwarm, hinten sieht man jetzt ein bisschen den Schwarm, einmal rum durch das Aquarium, sodass sie dann am Ende im Kescher landen werden. Da gehe ich langsam vor und erschreckt die nicht großartig. Und jetzt sieht man, wie hier so eine große Gruppe einfach wirklich in diesen Kescher reinschwimmt. Ja, und dann hat man schon hier die ersten Tiere wieder bereit und dann habe ich die eingetütet. Das, was ich hier wirklich ganz gerne noch mache, wenn ich die dann wegbringe, ist, dass ich diesen Polyfilter reingebe. Das ist so ein Schaumstoff, der Schadstoffe aus dem Wasser ziehen kann. Chemisch läuft das Ganze. Ob das wirklich nötig ist oder nicht, sei dahingestellt, aber da gehe ich auf Nummer sicher und da ganz gute Erfahrungen mitgemacht und dann kommt so ein kleiner Würfel in die Transporttüte. Das habe ich von Rachel O'Leary, dieser englischsprachige Kanal, die hat das mal empfohlen und dementsprechend habe ich dann die Schmetterlingsbuntbarsche abgegeben. Jetzt aber endlich zum neuen Besatz des Biotop-Aquariums. Ich habe da nicht viel dran geändert. Ich musste ganz schön ausräumen noch, um die ganzen Schmetterlingsbuntbarsche zu erwischen. Und habe das dann neu wieder eingeräumt. Es ist aber sehr ähnlich wie vorher geworden. Und das sind jetzt hier meine ganz frisch gekauften, noch sehr jungen roten Neon. Das, was besonders ist, was heißt besonders? Man sieht das auch häufiger, aber meistens sind diese roten Neons ja Wildfänge im Handel. Und das ist auch gar nichts Schlimmes, gar nichts Verwerfliches. Da gibt es eine Menge Aussagen schon zu, auch in verschiedensten Videos, dass Wildfänge nicht per se was ganz Schlimmes sind. Man muss die Hintergründe durchleuchten und dann erkennt man, dass das Ganze auch in Ordnung sein kann. Ich habe mich jetzt hier aber bei den roten Neons für Nachzuchten entschieden. Und das ist bei dieser Art tatsächlich fast besonderer als Wildfänge, weil normalerweise sind das alles Wildfänge im Handel.
Ich wollte Nachzuchten deswegen haben, weil ich davon ausgehe, dass einmal schon im Aquarium nachgezogene Tiere eventuell auch leichter selber zur Zucht zu bewegen sind. Und das ist so der Hintergrund, warum ich mich jetzt hier dafür entschieden habe, tatsächlich Nachzuchten zu bekommen. Ich habe einen Zoohandel in der Umgebung, das ist Zoo Griesbacher in Oberhausen. Der hat ganz regelmäßig Nachzuchten da und das wusste ich und dann bin ich da hingefahren und habe mir hier 15 Tiere gekauft. Und das sind noch Jungtiere. Das heißt, jetzt fängt es hier an. Tatsächlich, ich muss jetzt Geduld haben. Ich muss warten. Ich habe es im Intro gerade schon mal angedeutet. Die haben jetzt hier ein 100-Liter-Aquarium, 80 cm, nur für sich. 15 rote Neon, noch kleine Tiere. Ich werde nach und nach das Wasser immer mehr ansäuern und weicher machen. Das mache ich sehr langsam. Die müssen ohnehin erstmal noch wachsen und sind aus dem Handel jetzt an anderes Wasser gewöhnt. Und werde so langsam dahin gehen, das Wasser noch dunkler zu machen. Hier sind jetzt schon ordentlich Huminstoffe drin, wie man sieht an der bräunlichen Färbung. Ich werde die gut füttern mit Lebenfutter. Auch hier wieder frisch geschlüpfte Artemia-Naupien, wie man jetzt schon sieht. Und da gehen die natürlich sofort auch super dran. Aber eben auch sehr abwechslungsreiches Futter. Wenn die ein bisschen größer sind, dann kriegen die auch Mückenlarven, weiße Mückenlarven, schwarze Mückenlarven, Wasserflöhe, Tubifex ein bisschen, da bin ich ein bisschen vorsichtig mit, aber kriegen die auch, um die möglichst gut zu konditionieren. Und wenn sie dann mal ausgewachsen sind, die Weibchen eben zu dem im Intro schon angesprochenen Laichansatz zu bringen. Das ist so der Plan. Das Wasser wird, wie gesagt, noch weicher. Da weiß ich noch nicht genau, in welche GHKH-Bereiche ich da reingehen möchte, aber ich denke mal so 2, 3, 4 vielleicht strebe ich da schon an und pH-Wert von 5 oder so, 5,5, da schaue ich mal, wo die dann gut drauf reagieren, da muss ich so ein bisschen rumprobieren und da nähere ich mich diesen Werten so langsam an, mit Hilfe meiner Osmoseanlage, mit Hilfe von Torf, welches ich in das Aquarium gebe, mit Hilfe von flüssigen Huminstoffen, Laub und Erlenzapfen werde ich da noch reingeben, um dann diese extremen Werte hier einzustellen. Und das war schon immer mein Traum, ein Aquarium mal nur mit roten Neons zu haben, wo das Wasser und das ganze Biotop wirklich optimal für diese Tiere ist. Wichtig für die Zucht später wird es dann sein, dass das Aquarium noch viel, viel dichter bepflanzt und strukturiert ist. Ich bin auf dem Weg dahin, zum Beispiel mit dieser Efeutute als terrestrische Pflanze, die man sehr gut ins Wasser hängen kann und dann bildet die so ein Wurzelwerk aus und man sieht so nach hinten weg schon diese ganzen Wurzeln und das soll noch viel, viel dichter werden. Das soll so ein richtiger Wald aus Wurzeln der Efeutute geben, wo dann entsprechend eventuell auftretende Jungtiere gute Versteckplätze haben. Anderer Versteckplatz wird mein Froschbiss sein. Das ist diese Schwimmpflanze, die ich hier drin habe und in diesem Aquarium wächst die wirklich gut und die bildet diese tollen Wurzeln aus. Ich habe in letzter Zeit hier einiges rausgeholt an Schwimmpflanzen, weil da viel auch verrottendes Material zwischen war über diesen Zuchtprojekt der Schmetterlingsbuntbarsche und jetzt muss das Ganze hier noch wachsen. Das sieht schon wieder ganz gut aus eigentlich von dem Wurzelwerk, aber das kann noch viel, viel dichter sein. Und all diese kleinen Lücken und dieses dichte Gestrüpp und man sieht diese feinen Haare an den Wurzeln, wo sich auch Schwebstoffe drinnen verfangen, das ist eine super Kinderstube für diese super ultra kleinen Salmler-Jungen, die dann da hoffentlich mal entstehen werden. Hier sieht man übrigens nochmal den Sack Torf, den ich jetzt hier schon reingegeben habe. Aber diese ganzen Strukturen, das ist das Wichtige jetzt hier für meinen Zuchtversuch der roten Neons. Zusätzlich werde ich noch hier diesen Fasertorf mit eingeben und zwar einfach auf den Boden legen. Das ist ein ganz tolles Laichsubstrat, wo die Alttiere dann später mal die Eier reinlegen können und dann aber die Eier da drin verschwinden, sodass die Elterntiere da nicht mehr drankommen, um die zu fressen. Zusätzlich hat der Torf natürlich die gewünschte Wirkung noch auf die gesamten Wasserwerte, die ich da ohnehin haben möchte. Mittlerweile habe ich jetzt hier eine Temperatur von ungefähr 27 Grad. Und ein Leitwert von 200 Mikrosiemens ungefähr, da bin ich schon ganz gut mit dabei. Temperatur eben beim roten Neon sowieso grundsätzlich eher höher anzusiedeln. 27, 28 Grad halte ich dafür optimal. Leitwert von 200
Mikro Siemens ist schon ganz gut in die Richtung. Da werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen extremer gehen. Man wundert sich manchmal, wie die Leitwerte in der Natur sind. Gerade in dem Bereich Südamerika, in manchen Gewässern, in den richtigen Schwarzwestern, haben wir ja einen Leitwert von 30 oder noch geringer, der kaum nachweisbar ist. Also es ist dann fast schon reinst Wasser. Das werde ich hier im Aquarium natürlich in der Form nicht machen. Dann fehlen wieder andere Nährstoffe. Aber ich bin da noch auf dem Weg hin. Aber ich finde, man sieht jetzt schon, dass die Tiere sich hier super eingelebt haben in dem Aquarium. Also wirklich abwechslungsreich füttern, Temperatur entsprechend hoch, weiches Wasser, saures Wasser. Und ich finde das Besondere jetzt hier an der Stelle, dass es ein Aquarium nur für die roten Neons geworden ist. Und ich finde es einfach jetzt schon klasse, wie die jetzt hier in Schwarm schwimmen. Ist noch ein gutes Stichwort, Schwarmtiere. Man sagt, Neon ist ein Schwarmfisch. Ist nicht ganz richtig, ist ein Gruppenfisch. Da gibt es ganz klare Definitionen zu. Schwarmfische sind wirklich Tiere, die, wie jetzt hier die roten Neons es zeigen, immer im Schwarm unterwegs sind, sich in die gleiche Richtung bewegen. Das machen die roten Neons eigentlich nur, wenn sie relativ frisch eingesetzt sind oder wenn es Futter gab oder nach dem Wasserwechsel und so weiter, um da den Schutz zu suchen. Wenn die entspannt sind, dann sind die eigentlich in der Gruppe gerne unterwegs, aber verteilt durchs ganze Aquarium, also Gruppenfische. Schwarmfische sind hauptsächlich im Meerwasser unterwegs. Aber das als kleinen Ausflug noch. Ja, wenn euch dieses Projekt gefällt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr da dran bleibt. Das ist leichter für euch, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke läutet. Gebt diesem Video hier einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ich bin selber gespannt, was sich jetzt hier draus ergibt. Und sage jetzt erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.